Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch, der mir sehr gefallen hat. Ich habe ihn nämlich danach gefragt. Fragt einen Milliardär, YouTube-Kacke, Florian Homm bei Hyperbole Parodie. Das ganze Video von Seo Tadeo. Wow. Es ist jetzt, wie geil der Name ist. Manchmal merkt man das erst, wenn man so ausspricht. Kennt ihr das? Ich habe Stefan dabei. Let's go. Es wird heute eine schnelle Nummer werden, aber es wird hoffentlich geil. Mein Name ist Florian Homm. Ich habe 50 Euro mit Finanzgeschäften angehäuft. Mehr war überhaupt nicht drin. Ach Mann. Jetzt weiß ich immerhin, wie er Milliardär geworden ist, wenn ich diese Aufnahme so genauer anschaue. Frag einen. Meine Ex-Frau, das war schon eine affengeile Nutte. Nett gesagt, das war meine Cousine. Die konnte man wie in einem James Bond-Film bum 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 bum. Was macht er? Digga, oh. Er ist halt auch gleichzeitig Rapper tatsächlich. Oh Mann, ey. Ich dachte, da stehen jetzt auch irgendwie so eine Trash-Fragen. Ich habe es gerade durchgelesen. Oh ja. Ein Hedgefondsmanager. Das sind vielleicht weltweit 20 Millionen, 30 Millionen Spasten-Investoren. Und da gehörte ich dazu. Und die Pyramide dieser Branche. Oh Mann. Oh mein Gott. Digga, ich dachte, dass sich das Ganze in eine andere Richtung entwickelt. Als er das mit den 20 bis 30 Millionen Spasten gesagt hat, sind wahrscheinlich diese ganzen Leute, die auch bei Instagram in ihrer Bio drin stehen haben, dass sie Daytrader sind und so. Oh, solche Ackis sind das, Digga. Hör mir auf, Alter. Oh Mann. Wie viel hast du damals verdient? 6x16 plus 2004, 2005 hoch 2 plus 50. Das Vermögen durch eine schlappe Nacht. Hardcore mit verdeckten Handschellen. Bum, 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 bum. Meine erste Putzfrau, das war eine in Südafrika abgehärtete, ja, nette kleine Kachbar. Die konnte man durchballern. Dafür brauchte ich eigentlich fast 4 Jahrzehnte, um das zu verstehen. Hast du damals viel geguckt? Möchte ich nicht kommentieren. Das hat keinen zu interessieren. Im Pazifik. Ah. Digga, ganz, ganz schwierig. Gut, wer die Frage umgangen ist, Alter. Ja, ich find's trotzdem nice, dass uns noch einen kleinen Hint gegeben hat, wie es denn damals bei ihm zuging. Einen beigebracht, wie sie richtig zubeißen. Kann man Liebe kaufen? Die wahre Liebe kannst du kaufen. Eine Seelenverwandtschaft, das kann ich kaufen. Wenn du deine fantastische Nutte affengeil machst, ja, kleiner Hinweis, dann wirst du eigentlich in einem goldbespickten Hamsterrad über Interpol an die Italiener transferiert. Haben Frauen mit dir geschlafen, nur wegen... Was? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Aber ich finde das Originalvideo, ich finde das so iconic. Ich glaube auch Frag einen Milliardär ist, glaube ich, das iconicste Video von Hyperbole. Ich glaube auch, ja. Ich meine, ich allein wegen diesem Video sage ich immer wirklich sehr, sehr gut. Also das ist halt aus diesem Video und dieses, als er gesagt hat, kleiner Tipp für dich, da wirst du außerordentlich gut bezahlt, finde ich halt auch so dermaßen witzig. Des Geldes. Ich hatte echt viele, also eine gesunde neunstellige Zahl. Das weckte auch Begehrlichkeiten. Ich hatte zwei Hände bei meiner Nutte am Arsch. Hört sich vielleicht degeneriert an, aber wenn du dein Hirn vernebelst, wirst du sehr schnell Milliardär sein oder steinreich und berühmt. Warte mal. Haben wir nicht damals auf das Originalvideo reagiert? Haben wir bei dir, ja. Stimmt, oh mein Gott, das ist doch irgendwo auf meinem Kanal. Ey, ich werd's euch auf jeden Fall irgendwo verlinken. Wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei, das ist, glaube ich, einer Das kann eigentlich niemand erzählen. Das ist, glaube ich, einer meiner ersten Reaktionen, die ich damals noch aufgenommen habe. Also, das ist schon wirklich ewig her. Aber wenn ihr Bock habt, schaut es euch gerne mal an. Was hast du von dem Geld gekauft? Meine Ex-Frau und meinem Sohn und seiner Freundin. Ich war mit meiner Ex-Frau zusammen. Ja. Das war das beschissenste. Ein Leben ist, so wie du es kennst, vorbei. Wegen dieser Kachbar null Bock mehr. Ich war unglücklich. Geld bestimmt dein Ich. Geld bestimmt dein Sitz. Wo du gerade bist und wen du gerade fickst. Schluss ist Schluss. Ich sag, er könnte Rapper werden. Also, sehr, sehr sympathisches Video von Seo Tadeo. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr kennt es, meine kleinen Mäuse. Ja, wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Like, ein Abonnement, einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Jetzt gibt es wieder mal einen kleinen Kommentar. 12 Minuten. Nicht ganz unix, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ciao.